Ich glaube, es liegt nicht am Budget, ich glaube, es liegt nicht an dem Bewusstsein, also ich glaube eher, dass es an dem fehlenden Bewusstsein liegt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich bewusst zu sein, dass beruflicher Erfolg nicht auf Kosten der mentalen Gesundheit gehen darf. Herzlich willkommen, Lisa, schön, dass du da bist. So als Einstieg würde ich gerne so eine Frage machen, nutzen, die gerne mal in so Vorstellungsgesprächen genutzt wird, in einem ganz typischen Vorstellungsgespräch. Und zwar, wenn ich mir jetzt so deinen Lebenslauf anschaue, und den habe ich jetzt so in Teilen vor mir, dann sehe ich, dass du sehr lange Turnerin warst, dass du dann später studiert hast, und zwar das Gesundheitsmanagement, und dann in der IT-Branche angefangen hast zu arbeiten. Und dann gibt's eine Lücke in ihrem Lebenslauf von 6 Monaten. Was ist da passiert? Gibt's eigentlich gar nicht. Nein. Nee, eigentlich gab's keine einzige Lücke in meinem Lebenslauf. Ich bin, also wie du richtig gesagt hast, ich war Turnerin ganz lange. Das war für mich jetzt kein Beruf, das habe ich neben der Schule gemacht damals als kleines Kind, Jugendliche. Dann habe ich mein Abi gemacht, habe studiert, meinen Bachelor, bin nebenberuflich schon, also als Werkstudent, in die IT-Branche reingerutscht und ja, durch einen Zufall, wie der Zufall halt so will, wie das Leben manchmal so spielt, wurde mir dann da auch ein Job angeboten, den ich einfach angenommen habe, weil ich gedacht habe, geil, ich habe noch nie mich irgendwo beworben und ich habe schon einen Job. Besser geht's eigentlich nicht. Und ich habe mich dann so ein bisschen in die IT reingefuchst. Ich habe mich danach qualifiziert. Ich habe noch einen Master gemacht in Wirtschaftsinformatik und habe dann eigentlich in der IT Fuß gefasst. Und was du wahrscheinlich als Lücke meinst, ist dann mein Change wieder zurück ins Gesundheitswesen, weil ich damals ja krank geworden bin. Ich musste mir selber eingestehen, dass ich mit dem Stress, mit dem Druck, den ich hatte, nicht klargekommen bin. Und ich war dann erstmal ungefähr 3-4 Monate aus dem Job raus. Also ich war zwar angestellt, aber ich war krank geschrieben, musste körperlich, aber auch geistig regenerieren. Und die Zeit habe ich auch genutzt, um so ein bisschen mindset-technisch zu arbeiten, mal zu hinterfragen, was will ich eigentlich? Ist es das, was mich glücklich macht? Tut mir das gut? Und ich bin schnell auf den Trichter gekommen, dass es meiner Gesundheit absolut nicht gut tut, was ich da gerade mache, dass das einfach viel zu viel ist, dass das nicht meins ist, dass es nicht mir entspricht. Und habe dann so einen kleinen Change gemacht, wieder zurück ins Gesundheitswesen, weil das eben eigentlich mein Herzensthema ist. Und ich habe eben dann das Thema Stress und Burnout, weil ich da selber von betroffen war, aufgegriffen und mich in die Richtung weiterentwickelt. Also eine richtige Lücke gibt's nicht, aber einen enormen Change vielleicht. Wie hat sich das physisch geäußert bei dir? Also am Anfang ganz klassisch so Kopfschmerzen. Ich konnte nicht schlafen, ich war dauerhaft verspannt. Und mir hat der Stress irgendwann total auf den Magen geschlagen. Ich hatte ganz schlimme Bauchschmerzen. Ich bin sehr Darm- und Magenanfällig, muss ich vielleicht dazu sagen. Ich habe da auch eine Vorgeschichte. Und es war dann so, dass ich irgendwann eine Form von einer Darmschleimhautentzündung entwickelt hat, die mich eigentlich komplett außer Gefecht gesetzt hat. Ne? Also da kann man eigentlich nichts mehr machen. Ja, so hat sich das körperlich geäußert. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder praktisch gesund warst? Weil ich spreche sehr oft davon, dass sehr lange Menschen zum Beispiel was Falsches machen und dann haben die schlechte Ergebnisse und dann, dass man wieder schnell braucht, also dass es nicht wieder schnell geht. Mhm. Das Ganze, zum Beispiel wenn man 10 Jahren was schlecht gemacht hat, dass man in einem Jahr dann wieder irgendwie voll, wieder sozusagen, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, aber wieder genauso fit ist wie davor. Das ging bei mir tatsächlich relativ schnell. Das finden auch alle Leute sehr, sehr komisch. Also bei mir waren es wirklich so, ich würde sagen 4 Monate, bis ich komplett wieder zurück war, zu mir gefunden habe und auch körperlich wieder gesund war, also geistig und körperlich. Das ist jetzt auch nicht von heute auf morgen passiert. Ich muss auch zugeben, ich habe dafür auch was getan. Ne? Also ich war da auch in psychologischer Betreuung, in ärztlicher Betreuung und in ärztlicher Behandlung. Aber ich glaube, dass das bei mir relativ schnell funktioniert hat, weil ich einfach schon eine gute Selbstreflexion habe, ein gutes
eine gute Beziehung zu mir selbst und da auch mir vielleicht nicht ganz so schwer tue, mir dann manche Dinge einzugestehen. Das, glaube ich, hilft einfach, um den Prozess der Genesung zu, ja, beschleunigen. Mhm. Heißt es, dass du dir praktisch nicht zugegeben hast, dass du erkrankt bist, oder wie? Am Anfang ja, tatsächlich. Also ich wusste schon, dass es einfach viel zu viel ist vom Workload. Also ich muss vielleicht noch kurz dazu sagen, ich habe eine neue Position bekommen in meiner Firma mit mehr Verantwortung, mit mehr Aufgaben. Und ich habe sehr, sehr schnell, also so nach einem Monat schon gemerkt, oh, ist, glaube ich, nicht so gesund, was ich hier mache. Von 7 morgens bis 7 abends nur in Meetings, keine Pause. Aufs Klo gehen war halt neben dem Meeting, ne? Also ich habe Kamera ausgemacht, Ton ausgemacht und bin dann auf die Toilette gegangen, weil ich einfach zwischendurch sonst keine Zeit hätte. Und ich habe schon gemerkt, dass das nicht gesund ist. Aber ich wollte es mir nicht eingestehen, weil das wäre für mich so ein bisschen gewesen, ich gestehe mir ein, dass ich für die Position nicht geeignet bin. Ne? Also ein bisschen Schwäche zeigen. Und deswegen habe ich es versucht, am Anfang so ein bisschen zu verdrängen und habe immer gesagt, ja, in einem Monat ist alles wieder gut, dann haben wir mehr Mitarbeiter, dann ist alles irgendwie klarer, dann findet man sich. Aber wenn man mal ehrlich ist, also wenn irgendjemand sagt, irgendwann wird es besser, es wird nie besser, wenn man nicht selber an sich ändert. Ich glaube, dass das für viele, wenn sie dann in so einer Situation sind und dann vielleicht sich auch von dir begleiten lassen, am Anfang dann vielleicht auch diese Vorstellung haben, okay, bei ihr hat das so ungefähr 4 Monate gedauert, dann war sie wieder am Start und vielleicht, wenn ich jetzt praktisch ein bisschen nach mir schaue nach 4 Monaten, dann kann ich praktisch wieder zurück und dann eigentlich so weitermachen wie davor. Und das bringt natürlich nichts, so, weil dann landet man, selbst wenn man das machen würde und dann vielleicht auch besser drauf wäre, dann würde man ja früher oder später in der gleichen Situation landen. Das heißt, es geht dabei nicht nur darum, dass man sich wieder aufrappelt und dann halt Behandlungen hat und so weiter und dann so weitermacht wie davor, sondern dazu gehört ja auch dieses, ich muss was ändern. Und da kann ich mir vorstellen, dass viele ihre Schwierigkeiten damit haben, weil man sich ja auch irgendwie identifiziert mit der Position, mit der Stelle, mit dem Unternehmen oder was auch immer. Wie gehst du damit um, wenn Leute mit dir arbeiten und dann du vielleicht auch den Eindruck hast, dass es eigentlich darum geht, okay, ich möchte jetzt aufgebaut werden, aber dann will ich wieder zurück? Also es geht schon immer darum, erstmal die Person aufzubauen. Die Person muss sich erstmal im Innen ändern. Und meistens, wenn man sein Inneres ändert, seine Haltung ändert, verschiedene Methoden auch an der Hand hat, wie man vielleicht bestimmte Situationen besser begegnen kann, ändert sich meistens auch was im Außen. Also ich muss da meistens nichts sagen, sondern wenn sich jemand wirklich innerlich ändert, sich weiterentwickelt, es ist ja nicht mal ändern, es ist wirklich einfach eine Weiterentwicklung, eine persönliche Weiterentwicklung, dann ist es schon meistens so, dass die Entwicklung auch im Außen irgendwann kommt. Das muss nicht unbedingt ein Jobwechsel sein, kann es aber. Meistens ist es aber schon so, dass man überdenkt, ob die Position, in der man gerade ist, noch die richtige ist. Und das ist, glaube ich, einfach, das gehört zu diesem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung dazu. Und wie du sagst, es geht nicht darum, aufzubauen und wieder in das gleiche Setting zurückzugehen, weil das wird niemals klappen. Das ist, glaube ich, auch die Erklärung, warum ganz, ganz viele Leute mehrmals einen Burnout durchleben, weil sie einfach versucht haben, sich aufzubauen, wieder in das gleiche Dilemma zurückgegangen sind und der Kreislauf von vorne anfängt. Aber wenn man wirklich einen inneren Change hinbekommt, eine persönliche Weiterentwicklung, dann bin ich davon überzeugt, dass das Außen sich dem anpasst, das heißt auch weiterentwickelt. Und sei es, ob es eine neue Position ist, ob es eine neue Firma ist, ob es vielleicht ein neues Team ist oder einfach eine neue Einstellung, eine neue Teamorganisation ist. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man da das Außen dem Inneren anpassen kann. Haben Unternehmen Interesse daran dann? Weil theoretisch würdest du ja dann, wenn du praktisch dann kommst und mit den Leuten arbeitest, dafür sorgen, dass sie dann nicht mehr so weitermachen wie bisher und damit praktisch die Stelle wegfällt oder so. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Aber ich glaube, man muss auch den Unternehmen immer die Vorteile darlegen. Ne? Also es geht ja darum, dass es der Person besser geht und wenn es der Person besser geht, kann sie bessere Leistung erbringen. Wenn sie entspannter ist, kann sie bessere Leistung erbringen und dann macht das natürlich auch was für den Unternehmenserfolg aus. Ja? Und wenn das ein Unternehmen verstanden hat, dann dürfte es einem Unternehmen eigentlich egal sein, ob der jetzt die Position in dem Team hat oder eine andere Position im anderen Team übernimmt. Ich glaube, da sollte man eher das Große und Ganze sehen und nicht versuchen, ja,
die Rahmenbedingungen so eng zu setzen, dass der Mitarbeiter da gar keine Flexibilität hat, weil wenn das, ich sag mal so, wie so Leitplanken, wenn die so eng sind, dass sich das Auto gar nicht bewegen kann, dann ist der Stress vorprogrammiert. Und da darf das Unternehmen oder da dürfen die Unternehmen auch moderner werden, flexibler werden und den Mitarbeitern die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung geben. Ich habe mich gewundert, wo setzt du dann genau ein? Ist es dann Menschen, wenn die nachdem die krank werden oder davor? Davor. Also im Unternehmen ist es meistens so, dass man anfängt, die Leute erstmal zu sensibilisieren. Na, also sei es über Keynotes, über mal Einsteiger-Workshops, dass die Leute überhaupt mal mit dem Thema in Berührung kommen, weil die meisten, also wenn wir ganz ehrlich sind, jeder hat Stress, aber die meisten machen sich eigentlich darum keinen Kopf und denken, ja, das gehört halt irgendwie dazu, das ist ganz normal in meinem Job. Nein, ist es nicht. Es ist nur normal, also es ist nur bis zu dem Punkt normal, wo es sich für dich normal anfühlt oder gut anfühlt, aber sobald du irgendwelche negativen Auswirkungen merkst, ist es einfach nicht normal und das gehört nicht automatisch immer überall dazu. Und daher ist es eigentlich immer wichtig, ganz am Anfang mal zu sensibilisieren, also eher in dieses Bewusstsein zu gehen, die Gesundheit zu fördern, präventiv was zu machen, als dann im Nachgang. Und wenn du jetzt die Frage gestellt hast, ob ich mit den Personen einzeln eher, wenn sie schon erkrankt sind, arbeite oder davor, dann definitiv davor. Also es geht schon eher darum, dass man eben präventiv was macht, wenn man merkt, oh, irgendwie fühlt sich's gerade nicht gut an oder ich laufe in eine Richtung, die ich eigentlich nicht möchte, dass mir zu viel ist, was sich nicht gut anfühlt, dann schon einzugreifen, weil es ist natürlich, je länger man wartet, je mehr die Leute erkranken, desto schwieriger wird es und desto länger dauert es, sie wieder rauszuholen. Und deswegen ist meine Arbeit tatsächlich hauptsächlich präventiv. Spätestens, wenn jemand in die Burnout-Spirale einsteigt, also wenn man so leichte Anzeichen schon merkt, dann geht es auch noch. Aber je tiefer man kommt, desto wichtiger ist es, dass man wirklich psychologische oder ärztliche Betreuung in Anspruch nimmt. Ist es leicht, eine psychologische Betreuung zu finden und wie arbeiten Unternehmen dazu? Ich würde sehr gerne deine kritische Punkt sehen. Ja. Ich möchte, also natürlich alles läuft sehr gut vorne und ja. Aber ich möchte gerne wissen, wo sind die Schwachstellen? Es ist überhaupt nicht einfach, eine psychologische Betreuung oder Beratung zu finden. Also ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie nach einem Therapieplatz gegoogelt hat oder irgendeine Nummer angerufen hat, weiß, dass man, weiß ich nicht, unter 3 Monaten gar nichts bekommt, eher so 6 Monate Wartezeit hat. Und wenn man sich mal überlegt, mir geht's gerade schlecht und jemand sagt, okay, in 6 Monaten kann ich dir helfen, das macht's eigentlich noch schlimmer. Und das ist Unternehmen, glaube ich, schon bewusst, aber nicht so sehr bewusst, dass es so schwierig ist. Und umso wichtiger wäre es, dass Unternehmen viel mehr präventiv anbieten und gar nicht warten, bis die Leute diese psychologische Betreuung brauchen oder einen Therapieplatz brauchen, sondern im Vorfeld dafür sorgen, dass es gar nicht so weit kommt. Und die Mitarbeiter im Vorfeld unterstützen, die Unterstützung denen anbieten, die sie brauchen, die sie sich wünschen. Ja, um diesem Dilemma sozusagen ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ich weiß von vielen Unternehmen, was ich gut finde, dass sie wie so eine Connection zu Psychologen haben, zu Psychotherapeuten, die mit denen arbeiten. Da kriegt man dann relativ schnell einen Termin. Ob das jetzt immer eine ganze Therapie ist, bin ich mir nicht sicher. Ich weiß von meinem alten Unternehmen, wir hatten so eine Online-Plattform, wo man wirklich schnell jemand kontaktieren konnte, einfach so ein bisschen für erste Hilfe, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich ganz gut. Das finde ich auch gut, wenn Unternehmen das anbieten. Aber ich glaube trotzdem, dass präventiv die Unternehmen noch viel mehr machen müssen und vielleicht auch die Mitarbeiter besser darin unterstützen, dann, wenn sie erkrankt sind, psychologische Unterstützung zu bekommen. Weil ich glaube, viele Mitarbeiter werden einfach alleine gelassen, um ehrlich zu sein. Liegt es an dem Budget, dass sie dafür nicht das Geld haben? Nee, ich glaube, es liegt nicht am Budget. Ich glaube, es liegt nicht an dem Bewusstsein. Also ich glaube eher, dass es an dem fehlenden Bewusstsein liegt. Dass das einfach noch nicht in den Köpfen angekommen ist, wie wichtig mentale Gesundheit für den ganzen unternehmerischen Erfolg ist.
Gleichzeitig gibt es aber so viele Angebote. Und dann frage ich mich, okay, wie versteht das Unternehmen oder wie soll so ein Unternehmen abwägen, was wichtig wäre und was nicht so wichtig wäre? Das darf jedes Unternehmen für sich entscheiden. Ich glaube schon, dass Geld da auch eine Rolle spielt, weil das Unternehmen natürlich irgendwie wirtschaftlich versucht zu priorisieren, welche Themen sind uns wichtig. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn man jetzt in ein IT-Unternehmen guckt, da sind eben Themen wie KI, digitale Transformation, die stehen einfach, haben einfach einen höheren Stellenwert als Gesundheit. Wenn die, was denkst du, wenn ein Unternehmen eher mehr investiert in den Mitarbeitergesundheit statt zum Beispiel in ein IT-Unternehmen in der Richtung KI, mhm. Meinst du, die werden dann nicht konkurrenzfähig? Ich glaube tatsächlich, dass die Mitarbeitergesundheit einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren im ganzen Unternehmen ist. Also wenn man sich mal überlegt, wenn jemand wirklich gesund ist, fit ist, guten Stress umgehen kann, resilient ist, dann ist er automatisch leistungsfähiger, er kann konzentrierter arbeiten, er ist effizienter und das bringt natürlich dem Unternehmen für den gesamten Erfolg viel, viel mehr, als wenn wir coole Techniken haben, coole Tools haben, aber 5 von 10 Mitarbeitern total überfordert sind und alle 3 Monate ausfallen, weil sie nicht mehr können. Also ich denke mal, da muss so ein bisschen ein Mindshift geschehen, dass wirklich dieser Gesundheitsfaktor des Menschen oder des Mitarbeiters einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und sehr, sehr viel zum Erfolg des gesamten Unternehmens beitragen kann. Vielleicht mehr als manche Tools es können. Wenn du eine Geschäftsführerin wärst von einem IT-Unternehmen, wie würdest du gerne vorgehen? Also klar muss man gucken, dass man mit dem Zahn der Zeit geht und auch gucken, dass man in Technologien etc. investiert. Aber ich würde trotzdem immer den Menschen in den Fokus stellen, weil es geht, auch wenn wir mittlerweile KI haben und was für andere tolle Technologien, nichts ersetzt den Menschen. Und ich glaube, es kann keiner erfolgreich sein, wenn es diesen Faktor Mensch nicht gibt. Und wenn der Faktor Mensch nicht gesund ist, funktioniert es auch nicht. Und deswegen würde ich, wenn ich ein großes Unternehmen hätte, würde ich immer als allererstes den Faktor Mensch sehen, egal ob das jetzt in Bezug auf Gesundheit ist, ob das auf Teambuilding, Kommunikation ist, diese ganzen menschlichen Faktoren einfach mehr in den Mittelpunkt heben, als Kernkompetenz sehen und die ganzen anderen Technologien, Tools, was auch immer es gibt, eher drumherum bauen, um den Menschen bestmöglich zu unterstützen und nicht zu überfordern. Zum Beispiel, wir bekommen in unserem Unternehmen einen Ernährungsberatung-Workshop. Reicht das aus, den Mitarbeiter gesund zu halten? Ich glaube, jeder kann sich die Frage beantworten. Nein. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Diese Awareness ist wichtig. Ja, also man kann jetzt nicht gleich irgendwie deep einsteigen. Ich glaube, man braucht schon so eine gewisse High-Level-Awareness-Sensibilisierung der Mitarbeiter. Wichtig ist, dass das Unternehmen aber dann Anknüpfungspunkte bietet, weil, also sind wir ehrlich, nicht jeder, der in diesem Workshop sitzt, sagt danach, okay, ich möchte mich jetzt gesund ernähren. Ne? Und das ist auch immer so. Das ist beim Stress genauso. Wenn jemand im Stress-Workshop sitzt, der sagt danach auch, ja, ist ja schön und gut, aber eigentlich passt so, wie es ist. Ja? Aber es gibt immer Leute, die da drin sitzen und sich abgeholt fühlen und sagen, okay, ich habe mich irgendwie ertappt gefühlt. Ne? Irgendwie könnte ich echt was an meiner Ernährung ändern oder könnte ich meinen Stress erleben, Stressverhalten wirklich ein bisschen verbessern, meine Beziehung zum Stress vielleicht ein bisschen anders angehen. Und die Menschen darf man halt dann nicht alleine lassen. Und wenn das eben nur ein Workshop ist, dann sind sie alleine gelassen danach. Und dann wird sich nichts ändern. Das heißt, es ist immer hilfreich, so ein bisschen ein modulares Vorgehen anzubieten, dass man ja vielleicht mal mit einem Vortrag anfängt, die Unternehmen oder die Mitarbeiter sensibilisiert. Die Leute, die sich abgeholt fühlen, die sagen, hey, okay, stimmt eigentlich, ich würde gern was ändern, denen dann ein Folgeangebot machen zu können und sagen, hey Leute, wenn ihr da weitermachen wollt, in 3 Wochen findet ein Intensivworkshop statt. Und wer da kommt und dann sagt, ich schaff's vielleicht nicht alleine, die Sachen in meinem Alltag umzusetzen, die wir jetzt erarbeitet haben, für den gibt's vielleicht auch noch ein Coaching danach, ne, der einfach begleitet wird über ein paar Monate, ein halbes Jahr, um einfach sicherzugehen, dass er die Sachen auch umsetzt, wenn er das möchte. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, die Menschen nie alleine zu lassen, sondern immer
Angebote im Unternehmen zu haben, die jeden dort abholen, wo er gerade ist und was er gerade braucht. Das ist ja ungefähr so auch die Herangehensweise bei dir, dass du das so Stück für Stück machst. Und du hast vorhin schon davon gesprochen, praktisch erst so Keynotes, also praktisch Vorträge, genau, zu bestimmten Themen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, wie du so bei einem Standardunternehmen durchgehen würdest oder vorgehen würdest. Also man muss vielleicht so ein bisschen unterscheiden, wie ich es gerne hätte, also wie ich es den Unternehmen empfehle und wie die Unternehmens, ich sag mal, zu 80% machen in der Realität, weil 80% der Realität ist, du kommst einmalig und wir machen einen Workshop oder ein Seminar, und zwar ist das meistens der Weltgesundheitstag oder der Mental Health Day. Mache ich dann auch, ja, weil es den Mitarbeitern was bringt, aber es würde ihnen mehr bringen, wenn man einfach darauf aufbaut. Und am besten ist es tatsächlich so, dass man mal mit einer kleinen Hürde anfängt, Keynote, Vortrag. Wirklich maximal 90 Minuten, nicht zu viel Input, ein bisschen Reflexionsfragen reinbringen, dass die Menschen merken, ist es ein Thema für mich oder ist es kein Thema für mich. Dann ist es immer ganz gut, wenn man in ein bestimmtes Thema mit einem Workshop reingeht. Habe ich meistens gerne so 3 Stunden, 2 bis 3 Stunden, wo man in kleineren Gruppen wirklich was erarbeitet. Sei es zum Beispiel, was sind meine Stresstreiber? Ne? Also mal Glaubenssätze aufdecken. Sowas wäre zum Beispiel super geeignet für einen Workshop. Wenn man es noch intensiver haben will und wenn man sozusagen das Komplette haben will, dann ist ein Seminartag eigentlich ganz gut geeignet. Den kann man entweder ja an einem Tag machen oder, was ich gerne habe, dass man es stückelt, weil ein ganzer Tag sich irgendwie freischaufeln ist immer ein bisschen schwierig für die Mitarbeiter, und so ein Seminar oder so ein Workshop sollte jetzt auch nicht stressauslösend sein, wenn wir eigentlich den Stress reduzieren wollen. Aber in solchen Seminaren kann man einfach tief reingehen und wirklich von A bis Z mal angucken, wie gehst du mit deinem Stress um, was gibt's für Methoden, und die Methoden auch direkt ausprobieren. Und das, was darauf aufsetzt, ist dann eigentlich wirklich ein Mitarbeiter-Coaching. Dass, wenn es Mitarbeiter gibt, die sagen, alles schön und gut, aber ich kriege es einfach nicht hin, das in meinem Alltag umzusetzen, und ich merke, dass ich aber was ändern muss, dass sie dann begleitet werden, und zwar 1:1. Also das ist so ein bisschen der Aufbau. Keynote-Vortrag, dann Workshops, meistens auch nicht einer, sondern einfach mehrere zu verschiedenen Themen, weil jeder auch ein anderes Thema hat. Ne? Der eine tut sich schwer abzuschalten nach Feierabend, der andere tut sich sehr, sehr schwer, sich zu organisieren morgens. Der weiß gar nicht, wie er seine To-Do-Liste abarbeiten soll, weil sie einfach endlos lang wird und jeden Tag länger wird. Also, dass man da einfach verschiedene Anknüpfungspunkte bietet, eventuell in einen Seminartag geht, wo man einfach nochmal die komplette Bandbreite abdeckt. Und die Endstufe wäre immer das Coaching für die Mitarbeiter, die wirklich Burnout-gefährdet sind und einfach Unterstützung in der Umsetzung brauchen. Und das spiegelt sich dann wahrscheinlich auch in den Gruppengrößen, also so wie ich es verstehe, ist praktisch der Vortrag praktisch die größte Gruppe und dann kleinere Gruppen für die Workshops und dann 1:1 bei den Coachings. Genau, das wird immer kleiner. Wenn ich mir jetzt so einen Vortrag, also ein Unternehmen vorstelle, bei dem Zahl X, also eine relativ große Zahl von Leuten beim Vortrag ist, gibt es dann den Fall, dass du den Workshop dann mehrfach machst, um praktisch all die interessiert sind, eben auch abdecken zu können damit? Ja, also haben wir jetzt gerade erst ein Unternehmen, da hatten wir auch einen Vortrag gemacht, danach jetzt einen Workshop angeboten, und der war nach 2 Tagen ausgebucht, und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir halt nochmal den gleichen für den Rest der Mitarbeiter, die sich auch noch anmelden möchten oder die gerne dabei sein möchten. Also das kommt schon häufiger vor, dass da relativ viele dann beim Workshop mitmachen wollen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viele in dem Vortrag davor waren. Ne? Also wenn es jetzt ein kleineres Unternehmen ist, wo 30 Leute in einem Vortrag waren, da wollen dann nicht 50 Leute einen Workshop machen. Ne? Also es geht da dann nicht. Und da wollen auch nicht 30 Leute einen Workshop machen. Aber je größer die Gruppe, desto mehr ist eigentlich die Nachfrage dann für ein weiterführendes Angebot. Und in welchem Verhältnis ist es bei dir so mit Online und Offline? Also wie viel machst du von zu Hause aus und wie oft bist du dann tatsächlich dann vor Ort? 90% Online, 10% Offline. Also ich glaube, durch dieses Corona, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, hat sich ja doch sehr, sehr viel in Online gewandelt. Und ich bin ein reines Online-Business, muss ich auch sagen. Also ich arbeite sehr, sehr gerne online, weil es einfach
für mich einfacher ist, aber auch für die Kunden einfacher ist. Also ich denke auch gerade mal so an Coachings, an Mitarbeiter-Coachings. Die Mitarbeiter sparen sich unglaublich viel Zeit. Du brauchst keinen Parkplatz suchen. Ne? Es ist einfach, es spart Nerven. Du hast nicht den Verkehr. Und du kannst einfach, was mir am wichtigsten ist, du kannst dich in deinen Wohlfühlklamotten zu Hause, meinetwegen aufs Bett setzen, auf die Couch legen. Und du hast ein Umfeld, was dir einfach Sicherheit gibt. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig für so ein Thema wie Stress, wie Burnout, dass man sich einfach wohlfühlt und sicher fühlt. Genau, also 90% online, 10% offline. Warum hast du genau den Unternehmenskontext ausgewählt? Ich habe tatsächlich am Anfang nicht mit dem Unternehmenskontext angefangen. Ich habe tatsächlich am Anfang mit Einzelunternehmern angefangen, also mit Solopreneuren. Habe aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass man einfach viel, viel mehr in der Gesellschaft bewegen kann, wenn man Unternehmern spricht. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht, dass man eine Transformation in der Gesellschaft ja vorantreibt, das Denken ändert, mehr in dieses Präventive geht, wo andere Gesellschaften, ich sage jetzt mal außerhalb von Deutschland, schon viel, viel weiter sind als wir. Und auch dieses, ja, Stress, wenn jemand Stress hat und von einem Termin in den anderen springt, dann ist er irgendwie, hat er eine wichtige Position im Unternehmen. Das brauchen wir nicht mehr. Das darf einfach nicht sein. Da dürfen wir uns wandeln. Und sowas kannst du viel, viel besser adressieren, wenn du viele Menschen erreichst. Und im Unternehmen sind genau die Menschen, die darunter leiden, dass die Gesellschaft so denkt, wie sie denkt. Und die Mitarbeiter kriegen eigentlich alles ab und haben sehr, sehr wenig Handlungsspielraum, sehr, sehr wenig Freiheiten. Und ich glaube, deswegen ist es die Gruppe, die mir am meisten am Herzen liegt, weil wir da einfach das meiste erreichen können. Gibt es bestimmte Unternehmen, die sich da besser drauf einlassen können als andere? Ja, definitiv. Also ich sag mal, alteingefahrene Strukturen und Unternehmen machen es nicht sehr, sehr einfach, Themen wie ja, mentale Gesundheit und Stress zu platzieren. Ne, die sind eher altbacken, verschlossen. Das sieht man vielleicht auch schon an den Mitarbeitern. Ich sag jetzt mal böse, alte, weiße, graue Männer. die wollen halt von sowas nicht viel mitbekommen. Also man ist schon besser dran in moderneren Unternehmen, die agil arbeiten, die viele junge Leute als Mitarbeitende haben. Die sind da viel offener und viel aufgeschlossener, auch solchen Themen gegenüber und Veränderungen stattfinden zu lassen. Du hast vorhin in irgendeinem Nebensatz hast du von wir gesprochen. Hast du noch ein Team, mit dem du arbeitest, oder machst du es komplett alleine? Nee, ich habe mittlerweile auch ein kleines Team, das mich unterstützt. Aber wenn ich jetzt beim Kunden vor Ort bin, bin das ich. Also Workshops, Vorträge, die Coachings, das mache alles ich. Aber natürlich habe ich so ein bisschen Unterstützung im Hintergrund. Ja, braucht man, glaube ich, auch irgendwann, weil man halt nicht alles alleine machen kann. Und es wäre ja auch kontraproduktiv, wenn ich total gestresst bin und dann im Unternehmen einen Workshop gegen Stress mache oder wie man mit Stress besser umgehen kann und es selber nicht vorlebe. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, wenn ich merke, dass ich einfach ja an meine Grenzen komme, dass ich mir dann Unterstützung hole. Das gestehe ich mir mittlerweile ein und das ist, glaube ich, auch völlig okay. Macht ihr, glaube ich, genauso. Siehst du eine positive Entwicklung, seitdem du in dem Bereich arbeitest? Ja, definitiv. Definitiv. Ja, doch, also ich glaube schon, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Sieht man zum Beispiel auch daran, dass wenn Mental Health Day ist oder wenn so Gesundheitstage in Unternehmen sind, dass immer mehr Leute darüber sprechen. Das ist ja schon mal positiv. Ich glaube aber auch, dass noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben ist. Also da darf sich noch mehr ändern. Wir dürfen ja einfach mentale Gesundheit so ein bisschen zum Alltag, zur Routine werden lassen und nicht als Special etwas einmal im Jahr. Also ich glaube, es darf sich noch was ändern, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass jeder irgendwann weiß, dass mentale Gesundheit einfach nicht selbstverständlich ist. Du arbeitest ja im Bereich Stressmanagement und das bedeutet, dass du nicht mehr nicht gestresst bist, sondern dass du Tools gelernt hast und dich damit auseinandersetzt, um mit dem Stress, der da ist, gut umgehen zu können. Richtig.
was machst du selber, wenn, also so von all diesen verschiedensten Dingen, die wahrscheinlich so, das eine klappt für die eine Person besser als für die andere und so weiter. Was ist was, was dir persönlich besonders hilft im Umgang mit Stress? Also für mich ist ganz, ganz wichtig, Stressbewältigung oder Stressmanagement ist halt nicht nur Entspannung. Ja, also nur weil ich jetzt viel Entspannung mache und täglich meditiere und dreimal die Woche Yoga mache, heißt nicht, dass ich weniger Stress habe. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, wenn ich das anderen Leuten beibringe. Und klar, ich mache viel Entspannung, das gebe ich auch offen zu, weil es mir einfach Spaß macht. Für mich ist es aber wichtig, dass es mehr als Entspannung ist. Das heißt, ich habe einmal diesen regenerativen Part in meinem Alltag drin, dass ich wirklich gucke, jeden Tag irgendwas zu machen, was mir richtig Freude gibt, was mir Spaß macht, wo ich abschalten kann. Sei es jetzt, ob es Yoga ist, was körperlich auch entspannend wirkt. Sei es aber auch, dass es vielleicht Kochen ist, wo ich einfach aufgehe und mein Geist frei ist. Und das ist so der eine regenerative Part, den ich eigentlich in jedem Tag bei mir integriere. Der zweite Part ist natürlich mein Mindset. Also ich habe schon gelernt, was meine Stresstreiber sind. Übe täglich, sie leiser werden zu lassen. Das klappt mal mehr, mal weniger, aber das ist auch einfach ein Prozess. Das ist okay, wenn da mal der Perfektionist rauskommt und mich in den Wahnsinn treibt. Aber das ist so ein Part, wo man einfach, oder wo ich einfach mit mentalem Training versuche, besser zu werden, resilienter zu werden und meine Gedanken aktiv steuern zu können. Und der letzte Part ist das Selbstmanagement, das heißt, wie ich meinen Alltag gestalte. Ich habe für mich einen Arbeitsalltag geschaffen, der absolut stressminimierend ist. Das heißt, es fängt schon an, wie ich morgens aufstehe, wie ich in den Tag oder in den Arbeitstag starte, wie ich meine To-Do-Liste schreibe, wann ich meine Pausen mache, und das alles zusammen, basierend auf einer gut geschulten, bewussten Selbstwahrnehmung, ist, glaube ich, so mein Rezept für einen entspannteren Arbeitsalltag. Ja. Wenn du, also das letzte klang so, du kontrollierst deine Umwelt, also wie du praktisch angehst, oder? Und der, wie du gesagt hast, okay, du schreibst hier Listen und so weiter und so fort, weil du... Ja, das ist eher so ein bisschen, ich würde gar nicht sagen Kontrolle, sondern ist, also ich finde es wirklich, ist ein Selbstmanagement-Prozess, einfach eine Arbeitsweise gefunden zu haben, die zu mir passt. Also vielleicht gebe ich mal kurz ein Beispiel. Ich schreibe meine To-Do-Listen jeden Morgen neu. Das heißt, ich fange jeden Morgen mit einer leeren To-Do-Liste an, weil ich weiß, dass mein Gehirn, wenn es morgens eine To-Do-Liste sieht, wo 10 Sachen von gestern noch nicht abgearbeitet sind, schon total durchdreht und sagt, okay, du brauchst halt eigentlich gar nicht anfangen zu arbeiten, weil wenn du jetzt noch deine 5 Sachen von heute draufschreibst, wir kommen nie zum Ende. Das heißt, es ist total stressauslösend. Daher ist es bei mir immer so, dass ich abends, wenn ich fertig bin, egal ob alle To-Dos abgearbeitet sind oder nicht, die To-Do-Liste wird leer gemacht. Und ich starte jeden Morgen mit einer leeren To-Do-Liste. Und das habe ich eben für mich so rausgefunden, dass es eine gute Arbeitsweise für mich ist. Anderes Beispiel, ich arbeite sehr, sehr gern mit meiner Energie, also mit meiner Energie, die ich über den Tag habe, anstatt gegen sie. Das heißt, wenn ich merke, oh, ich werde gerade irgendwie ein bisschen müde und träge, dann mache ich auch eine Pause. Ja, ich versuche mir, also man kann so seine Energiekurve ein paar Tage mal beobachten, mal kurz tracken, wo ist mein Energielevel von 0 bis 10. Dann hat man ja so eine ungefähre Planung und ich mache mir auch nie Termine in die Zeiten, wo ich wirklich Energietiefs habe. Einfach um die zu schützen und ich versuche die Energiehochs, die ich meistens in der Früh habe, mit Aufgaben zu füllen, wo ich wirklich volle Konzentration brauche. Und das erleichtert mir einfach den Tag und das macht ihn mir auch definitiv entspannter. Genau. Welche sind die meisten Stressoren, die im Berufsalltag vorkommen? Workload. Also tatsächlich die Menge an Arbeit. Und ich würde fast sagen, Menschen. Also ich glaube, mit allen Leuten, mit denen ich bisher zu tun habe, war immer irgendwann, auch wenn die Leute das nicht so zugeben wollen, dass andere Menschen sie stressen, aber wenn man mal im Gespräch so ein bisschen zuhört, hört man ganz, ganz schnell raus, dass Kollegen, Vorgesetzte, die Art, wie manche Leute vielleicht mit dir kommunizieren, wie sie arbeiten, dass das ein ganz, ganz großer Stressfaktor ist in dem Arbeitsumfeld. Was jetzt mit Leuten, die neue Eltern geworden sind?
Wie funktioniert bei denen der Alltag? Ja, das ist das neue Alltag. Ich glaube, das ist wie so ein bisschen ja, neu laufen lernen oder neu Fahrrad lernen. Man muss seinen Alltag einfach neu strukturieren, neu finden. Und ich glaube, es ist wie bei allen eigentlich, es gibt keinen, so geht es, ne? Keine Liste, hier die Dinge machst du jetzt dann und dann und dann hast du einen entspannteren Alltag, es funktioniert nicht, sondern man darf sich da reinfinden, man darf sich da einleben und für sich Dinge ausprobieren. Und das gilt, wenn man Kinder hat, wenn man frisch gebacken Eltern geworden ist, aber auch, wenn man keine Kinder hat und vielleicht auch alleine lebt. Man darf sich in jede Situation des Lebens neu einfinden, einleben, Geduld mit sich haben und Dinge ausprobieren. Hast du, nachdem du praktisch den Burnout hättest, nochmal einen Burnout gehabt? Nein. Weil du von den ersten nicht gelernt hast. Das hat mich gewundert. Passiert das oft beim Menschen, dass die den ersten Mal eben nicht lernen, damit umzugehen und dann haben die noch zweiten, dritten? Ja, tatsächlich. Also das ist ja häufig der Fall, wenn die Leute wieder in ihren Job, in die gleiche Position, in genau das gleiche Setting zurückkommen, dann ist es meistens so, dass ja, man so Trigger auslöst, die dich in alte Verhaltensweisen zurückwerfen. Das heißt, du hast vielleicht neue Verhaltensweisen gelernt, du hast Methoden gelernt, die du umsetzen kannst und die kannst du vielleicht in deinem privaten Setting super umsetzen und du fühlst dich echt gut und sicher damit, aber kommst du in dieses gleiche Setting zurück, was eigentlich dein Burnout ausgelöst hat, ist es der Trigger zurück in die alte Verhaltensweise oder in die alten Verhaltensweisen und deswegen kriegen ganz, ganz viele Leute oft mehrmals einen Burnout. Ich bin das umgangen, weil ich mein Setting, mein Arbeitssetting komplett geändert habe. Und daher, und ich mir dessen vielleicht auch bewusst bin, dass es so sein kann und deswegen das gar nicht gemacht habe. Aber da muss man einfach gucken, dass man am Arbeitssetting irgendwas ändert. Sei es wirklich nur, das Team wird neu strukturiert. Also wenn du eine Führungskraft bist, dass du in deinem Team eine neue Struktur aufbaust. Wenn Menschen Stress hören, ist es nicht so ein Thema, der schon tausendmal aufgegessen wird und jeder hört das Wort Stress irgendwie. Ich habe schon eine Abneigung dazu, ich weiß gar nicht warum. Das gibt es tatsächlich, ja. Also es gibt viele Leute, die wollen diesen Begriff Stress gar nicht verwenden. Ist immer die Frage, warum wollen sie das nicht verwenden? Wollen sie es leugnen, dass sie Stress haben, dass sie nicht damit umgehen können? Oder sind sie wirklich satt, dieses Wort zu hören? Ich glaube aber, es gibt gar keinen Grund, dieses Wort nicht mehr zu verwenden und sich daran satt zu hören, weil es ist einfach ein Prozess, eine Reaktion unseres Körpers, die ganz natürlich ist. Ne? Also es ist jetzt wie wenn wir sagen, Haarwuchs, könnten wir genauso sagen Stress. Ne? Also es ist einfach was dazugehört und wir können es nicht abschalten. Wir können einfach nur damit lernen oder wir können lernen, damit umzugehen und damit zu arbeiten, mit dem Stress zu arbeiten. Und deswegen, ja, ist es eigentlich schade, dass das Wort so ein bisschen ausgelutscht ist. Mir fällt gar kein anderes Wort ein, kein alternatives Wort, weil ich glaube, unter Stress kann sich jeder das vorstellen, was es ist. Aber ich glaube, wir sollten uns einfach dessen bewusst sein, dass es wirklich eine ganz natürliche körperliche Reaktion ist. Dein Alltag sieht ja, oder was heißt dein Alltag, aber zumindest deine Art und Weise, wie du arbeitest, sieht so aus, dass du oft eben Vorträge hältst, Workshops hast, diese 1-zu-1-Coachings hast. So. In welchem Verhältnis steht das zueinander? Also wie viel Prozent machst du das eine und das andere? Das will ich mal überlegen. Das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil es eher Phasen gibt. Also gerade muss ich sagen, es ist sehr, sehr ausgeglichen. Also es ist wirklich, ja, ich würde sagen, vielleicht 60% Mitarbeitercoaching, 40% Workshops, Vorträge, Seminare. Es gibt aber auch Phasen, also gerade Jahresanfang, Jahresende ist viel, viel mehr Workshops und Vorträge. Also ich glaube, das ist so ein bisschen abhängig, wann solche ganzen Aktivitäten beim Unternehmen eingeplant werden. Aber wenn man es jetzt aufs ganze Jahr sieht, ist es tatsächlich ziemlich ausgeglichen. Es wird ja von allein schon wegen deiner zeitlichen Kapazität irgendwann gedeckelt sein. Daher, so wie ich am Anfang mit so einer Standardfrage reinkam, wo siehst du so deine Entwicklung in den nächsten Jahren?
Ich will jetzt hier gar nicht so viel verraten, aber vielleicht kann ich ein bisschen anteasern. Es wird gerade im Hintergrund an einer Plattform gearbeitet für Unternehmen, die Mitarbeiter nutzen sollen, wo es all das, was es aktuell schon von mir live gibt, sage ich jetzt mal, zu finden gibt. Also sei es Coaching, sei es Vorträge, sei es Workshops, Übungen, Inhalte, Journal-Fragen. Also wir bauen so ein Journal, eine Journaling-Option mit ein. Das wird es geben, was definitiv ja auch ein skalierbares Businessmodell ist. Das ist so der Plan, der Next Step, ja. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee, weil, wie gesagt, also so, du hast auch nur 24 Stunden am Tag. Das stimmt. Und das, was du machst, ist ja eine sehr, sehr wichtige Arbeit, bei der wir sehen, dass einfach die Nachfrage einfach steigt und einfach zunehmend auch die Unternehmen, wie du schon beschrieben hast, so Stück für Stück eben schon sich öffnen können, auch wenn es eben langsamer ist, als man sich das manchmal wünschen würde, wenn man es so auf der gesellschaftlichen Ebene sich anschaut. Von daher ist das bestimmt eine sehr gute Idee. Und da ganz viel Erfolg dabei, dass das alles ja, Dankeschön. sehr gut sich aufbauen wird und eben noch mehr Menschen damit erreicht werden können und noch viel besser mit ihrem Stress umgehen können. Das ist das Ziel. Danke, Lisa. Ich habe gar keine Fragen mehr. Ich freue mich auf die Plattform. Also. Ja, mal gucken, wann sie. Also wir haben die Entwicklung jetzt gestartet und vielleicht, ja, ist es schon Anfang nächstes Jahr soweit. Ich weiß es nicht. Aber ich lasse es euch wissen, wenn ihr wollt. Ja, Ja, sehr gerne. wir können das gerne mitverlinken und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Danke euch. Gibt es von deiner Seite noch abschließend irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst? Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich bewusst zu sein, dass beruflicher Erfolg nicht auf Kosten der mentalen Gesundheit gehen darf. Und das darf sich jeder gerne immer wieder bewusst werden. Und vor allem darf man sich bewusst sein, dass mentale Gesundheit und der Umgang mit Stress absolut nicht selbstverständlich ist, sondern man auch aktiv dafür was tun muss. Super, danke. Danke dir. Danke euch.